Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Das Item da würde ich gerne haben wollen. Also müssen wir jetzt hier weiter. Und ich glaube, hier draußen sind auch noch ein paar Frösche. Wenn ich mich nicht täusche. Na, wo ist er? Ich kann ihn noch nicht anvisieren. Aber jetzt, und er bleibt sitzen. Das ist mein Glück. So. So, und genau hier, bei dem Baumstumpf hier, müsst ihr leider runterspringen. Man kann hier auch sterben. Aber ich hoffe jetzt nicht. Ich mache es ganz langsam. Ihr seht, ich stehe schon in der Luft. Aber ich komme noch auf. Dann kommt ihr nämlich zu den Items. So. Weiß jetzt nicht genau, was das nochmal war. Ach, ein Zauber. Zauberbarriere. Na gut, werden wir wahrscheinlich nie verwenden. Ja, ganz sicher werde ich das nicht verwenden. So, dann kann man jetzt auch wieder rausgehen. Tja, und dann ist hier gar nicht mehr viel. Und leider reichen unsere Seelen, glaube ich, nicht aus, um Level zu machen. Ich müsste hier... Jetzt kommt hier aber, glaube ich... Oder? Da vorne kommt, glaube ich, noch eine Muschel, ne? Das wäre gut. Ja, und die Hydra ist dann auf der Seite. Ist ja logisch, weil hier ja... Baumstämme sind im Wasser. Ah, wir haben noch eine Muschel. Vielleicht geht es ja dann doch noch auf. Hi, Muschel. Die nicht aus ihrer Sanddüne rauskommt. Ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt was gedroppt hat. Nö, hat sie nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich menschlich bin. Ich habe das schon wieder vergessen. Mal eben schnell gucken. Ne, wir sind schon wieder tot. Ach ja, wir sind ja den Baumstumpf. Hm, alles klar. Könnte ich mich eigentlich mal beim nächsten Leuchtfeuer wieder menschlich machen. Obwohl, hier passiert jetzt nichts mehr weiter. Dann ist ein ziemlich langer Weg bis dahinter. Ja, und wenn ihr euch die Hydra quasi zum Anfang nicht macht, weil ihr nur zu den Drachen wollt und weil ihr bei dem Drachen ein gewisses Etwas haben wollt, was ich euch noch zeige... würde ich sagen, müsst ihr hier ziemlich flink unterwegs sein, bevor es euch einholt. Das heißt, ihr müsstet, glaube ich, sogar schneller rennen können, wie ich jetzt. Damit sie euch hier vorne nicht erwischt. Ja, und Leute... Was danach kommt, wisst ihr ja. Das DLC. Ich habe echt richtig Bammel davor. Also es könnte auch sein, ich weiß, welche Gegner mich da erwarten. Und das sind richtig, also nicht Gegner, ich Bosse. Ich weiß, welche Bosse mich da erwarten. Und das wird richtig heftig. Da könnte sein, dass ich auf einmal wieder ein ganz schlapper... Ja, da ist der Drache. Der sieht schon echt, echt geil aus. Ja, der ist wahrscheinlich so groß, dass er doppelte Flügel braucht. Aber hier gehen wir erstmal ins Leuchtfeuer. Nur zur Sicherheit. Ach verdammt, und das reicht doch nicht. So, den werde ich gleich anquatschen. Oder mache ich das lieber vorher, bevor ich in den Schwanz abhaue? Ich glaube, ich mache das vorher. So, hier können wir nämlich ein Eid leisten. Gibt es auch nochmal eine Trophäe. Und es gibt ein Drachenauge und ein Drachenkopfstein. Ah, den kriegt man also gleich. Okay. Und jetzt können wir ihn, ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich werde ihn aber mal alle darbieten. Mal sehen, was passiert. So ist der zweite. Ich zähle mal mit. Zwei.
zweite, dritte. Wir hatten ja keinen einzigen Drachenstein ausgegeben. So, vierte. Dann kommt Nummer 5. Dann kommt Nummer 6. Aha. Ja, 7 haben wir auch. Dann Nummer 8. Nummer 9. Ich habe gehofft, dass ich wenigstens 10 habe. Ja, 10 haben wir auch noch. Und Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich noch habe. 11. Ich gebe mal alle. Ja, 11 Stück hatte ich. Okay. Okay, das war's. Also wir sind nur... Ja, gut. So, und jetzt... ihr braucht doch keine Angst haben, dass der dann wilde wird oder verrückt. Ich habe jetzt bloß das mit dem Eid Feuer gemacht, weil ich jetzt nicht genau weiß, wenn ich den Schwanz abhaue, ob ich dann den Eid noch machen kann. Ja, jetzt muss ich nur noch treffen. Ich treffe. Und da haben wir ihn. Drachengroßschwert. Haben wir bekommen. Ja, und das Drachengroßschwert, ja, das hört sich schon an. Ja. Das braucht natürlich... Ich glaube... ne, bin ich hier schon zu weit? Ne, oben weiter, ne? Hier so, ne? Drachenzahn. Drachengroßschwert, wo ist es denn? Schwert, das, nee, das ist das andere gewesen. Hier ist es. Ja, macht von Hause aus 390 Schaden. Ist natürlich heftig. Aber es braucht 50 Stärke. Das ist natürlich schon, ja, und eskaliert anscheinend auf gar nichts. Oder auf Stärke dann. Ich weiß nicht, ich glaube auf gar nichts. Deswegen sind da überall Striche. Das ist schon ganz schön. Tja. Habe ich euch das auch mal gezeigt? So kriegt er das. Und der Drache, der bleibt ruhig. Der nimmt es wie ein Mann. Okay. So. Jetzt werde ich allerdings... jetzt muss ich mal überlegen. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich weiß auch schon, wo... So, ich werde aber nochmal die Ausrüstung schnell mal reparieren. Das dazu. Dann teleportieren wir uns zum Feuerwandschrein, würde ich sagen. Ja, zum Feuerwandschrein. Ja, das war's schon mit dem Aschesee, ne? Ihr müsst natürlich dann jede Zeit wieder hierher zum Drachen, um die Hydra ist dann nicht mehr da, um den diese Drachensteine zu bringen und zu opfern. So, wir gehen mal hier kurz ans Feuer ran, nur wegen den 20 Lebensdingern. So, jetzt überlege ich gerade, gibt es noch irgendwas... Ach ja, und für den kann ich euch kurz mal erklären. Das müsste ein Schlüssel sein. Ja, wir haben hier noch die letzte Seele. Die habe ich ja noch nicht eingesetzt. Aber hier müsste auch... Genau. Zerstörter Anhänger. Das Ding braucht er unbedingt fürs DLC. Und zwar bekommt er das... ihr erinnert euch doch noch da, wo die...
Ich rede jetzt mal von Untoten. Ich weiß jetzt. Ah, warte mal, wie heißt denn das Gebiet? Moment. Ich glaube, da konnte man sich auch hin teleportieren. Jetzt muss ich mal lesen. Nein, 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 nein. Ich glaube, das könnte Altar des Grabes, Graberfürsten sein. Ach, hier zum Steindrachen braucht er gar nicht hinlaufen. Da könnte er auch hin teleportieren. Die Tiefen gemeiner Untoten. Das Archiv des Herzogs. Ja, Archiv des Herzogs. Genau, da war das. Archiv des Herzogs. Da erinnert ihr euch doch dran. Gleich zum Anfang, wo wir dann da den Fahrstuhl hoch sind. Und dann war doch da der erste Zauber. Dann kam noch auf ein kleine. Und dann stand doch rechts oben, stand doch noch so ein Kristalltyp. So ein Kristallwesen. Ich zeige euch das auch nochmal. Da, wo wir jetzt hingehen, da ist nämlich dann übrigens so ein Kristallwesen. Und der pennt schon wieder hier. Wieso pennt er bei mir laufend? Junge, Junge. Okay, ja, jetzt kommen wir ja sogar an der Ehen Ollen vorbei. Und ich wollte nochmal Oh, mit I'm dem sorry. reden. Miracles, was it? Sometimes I lose. Nee, nur reden. Ach, ich kann gar nicht so mit ihm reden. Ah, nee, na dann nicht. Ich dachte jetzt eigentlich, der würde, na, dann würde er wahrscheinlich dasselbe jetzt sagen. Na gut. So, jetzt kommen wir ja bei der Lady nochmal vorbei, die da gebetet hat. Jetzt kann ich ja gleich mal noch gucken, ob die immer noch lebt oder nicht. Wenn sie immer noch leben sollte, werde ich sie jetzt umbringen. Habe ich mich entschieden. Weil sie droppt nämlich noch schön siebenmal Menschlichkeit und war das siebenmal? Na, jedenfalls ein paar Mal Menschlichkeit sind das. Und ja, noch irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber Menschlichkeit auf jeden Fall. Ah, und sie betet immer noch. Gut, ich könnte sie jetzt auch am Leben lassen, weil ich bei ihr noch kaufen könnte, aber sie hat ja nur Wunder, wie gesagt. Und ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie immer noch am Leben ist. Egal. Wir töten sie jetzt. Wir töten sie jetzt einfach. Siebenmal Menschlichkeit, wusste ich doch. Und Elfenbeintalisman. Das ist, glaube ich, auch der beste Talisman. Aber mir ging es jetzt um die Menschlichkeit, die wollte ich jetzt noch mitnehmen. Weil ich im DLC natürlich die ganzen Lagerfeuer dann auf 20 bringen will. Da brauche ich viel Menschlichkeit. So, und die werde ich mal töten hier. Und hoffe mal, dass wir noch unsere. Ja, ich glaube. Ist schon. Okay, Kumpel. Was hat er nochmal? Ein Hüllenschild. Das hatten wir ja auch nochmal doppelt. Ich glaube, wir könnten dann auch nochmal bei den Waffen gucken und so. Alles, was wir doppelt haben, könnten wir eigentlich nochmal den Dings da verkaufen. So, ich weiß auch nie, ihr könnt ja mal schreiben, was mit der Priesterin da, die da gebetet hat, was mit der eigentlich noch passieren soll. Oder ob es das eigentlich war, oder ja, ob das die Quest überhaupt jetzt war, dass die da für immer dann sitzen bleibt. Ich dachte eigentlich, dass der eine Typ, den wir da unten nicht getötet hatten, bei dem man ja jetzt auch alle Masken kaufen kann. Ich dachte, dass der Typ sie noch umbringt. Aber anscheinend wohl doch nicht. Na gut. So. Dann will ich jetzt ja hier einmal leveln. Aufsteigen und wieder in Vitalität rein. Ich glaube, Leben ist sehr wichtig zu haben.
So, dann gehen wir hier runter. Ah, wollte ich noch mal beim Schmied was gucken. Ja, ich glaube, wir konnten, glaube ich, noch mal... Hier war jetzt nichts, obwohl die... Ja, man konnte alles zurückzaubern und hier konnte man wieder eine okkulte Keule... Waffe verstärken. Will ich mal eben gucken. Ach, wir haben gar keine Seelen mehr. Naja, da kann ich es doch vergessen. Alles klar. So, ich nehme mal den Zaun. Nee, jetzt kommt noch mal zwei Bäume, die ich kurz weghauen muss. Ja, und unser Lebensstreifen sieht jetzt echt schon schön lang aus. Oder Lebensbalken. So, hier ist einer. Ist ja auch ein One-Hit. Genau. Der kommt noch angerannt. Ja, den mache ich jetzt auch noch schnell. Bitteschön. Der droppt sogar noch was. Lila Moosklumpen. Ja, brauchen wir zwar nicht mehr. So, wir wollen jetzt dahin, wo die Hydra gewesen ist. Genau da will ich jetzt hin. Aber hier nicht lang, sondern hier runter. Sind wir im Becken. Na, hier müssen wir noch weiter runter, ne? Na, ich glaube. Ja. Kann ich denn hier runterspringen? Oder geht's. Ach nee, da geht's ja weiter runter. Okay. Ja, altes Gebiet. Hier haben wir auch ganz schön. So, dann gehen wir mal hier runter. Kann ich da nicht gleich hier noch eins runtergehen? Ah, ich traue mich wieder nicht. Ah, klar, hier. Und jetzt geht's ja da, ging's ja weiter runter zu der Höhle in Richtung Drachental. Und wir gehen aber hier hinten hin. So, und hier sind ja diese Kristallwesen, ne? Und genau so ein Kristallwesen stand da in dem, wo man das, diesen zerbrochenen Dings herbekommen hat. Was eben wichtig ist fürs Item. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie bekämpfen soll oder... Nee, wisst ihr was? Die haben, glaube ich, bloß 200 gegeben. Da werde ich jetzt mal durchrennen. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Und sie steht... Ach, ich habe vergessen, mich menschlich zu machen, ne? Ah, ja, ja, ja. Sie würde normalerweise hier stehen. Nicht, dass ich nochmal zurück muss. Ich glaube, die Kristallwesen kommen hier nicht ins... Ah, die kommt doch ins Wasser. Ui, 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 ui. Okay. Die Frage ist jetzt, wie weit die noch hinten kommen. Kommen die bis hier ganz hinter? Nee. Ne, 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 die ziehen sich schon wieder zurück. Aber ich glaube, Leute, ich werde das im nächsten Part erst machen mit dem DLC. Weil es macht sich besser, weil ich dann den Part natürlich auch DLC nennen möchte. Und das wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt hier noch für 3 Minuten oder 4 Minuten...
Dann ist er halt mal ein bisschen kürzer, aber ich, Moment. Ja, 20 Minuten hat er ja auch schon. Das ist ja schon mal was. Wir holen jetzt aber noch das Item da vorne. Und da seht ihr schon so eine Art Wurmloch oder so, so ein Nebel. Was wir dann anklicken werden. So, Leiche plündern. Ach, hier kriegen wir die... Ah, dann lebt die gar nicht mehr. Hier kriegen wir nämlich von der Frau ihre komplette Kleidung. Dazu muss ich noch sagen, ihr müsst die, wie gesagt, nochmal angeredet haben. So wie ich das gemacht habe. Dann erscheint auch dieses Kristallwesen da in dem Dings, wo er dann gleich dieses Amulett da kriegt, das zerbrochene. Also, ihr müsst jetzt nicht leer kaufen oder so, aber zumindest nochmal da vorne den Namen anklicken und dann rufen. Und ja, dann erscheint, wie gesagt, das Kristallwesen, da könnt ihr dann das holen. Und ja, später, wie ihr seht, ist sie jetzt leider tot und könnt die Rüstung mitnehmen. Und hier gehen wir das nächste Mal dann durch. Und das wird wahrscheinlich, weil das für mich das erste Mal ist, kann es passieren, dass ich da sehr, sehr oft fehle. Da sage ich dann jetzt schon mal, dass es mir leid tut. Aber bereitet euch darauf vor. Das kann echt interessant werden oder auch nicht. Oder ich raste aus oder wie auch immer. Okay, dann sage ich mal an dieser Stelle, wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar oder ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich damit sehr und sage tschüss.